Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute Last Stop Station 66 und rein mit der VHS-Kassette. Press any key. So. Oh, ist das der Filter? Aber harter VHS-Filter. Ey, Kippemäuschen, hat nicht aus hier in der Bahn. Ist er hier gepennt? Ist gerade eine Sequenz, ich kann mich nicht bewegen. Läuft doch gut, okay. Mach mal ein bisschen leiser, Alter. Wir sind anscheinend in einer U-Bahn, würde ich jetzt mal so sagen. Alter, ist voll mistig hier überall, ey. Sieht voll muchtig aus. So, okay, und wir können uns bewegen, Alter. Alles klar. So, das ist der sogenannte U-Boot-Simulator. Hey. Hunde? So, für alle Freunde des RBBs irgendwie, die sich hier eine Bahnfahren angucken. Ja, das ist, wir machen hier einfach, wir fahren auf den Ring quasi die ganze Zeit nur mit U-Bahn. So, boah, Alter, mach mal. Wie sieht denn das hier aus, ey? Ist ja fürchterlich. So, nächste Bahn braucht auch eine Menge Zeit, bis sie kommt. Na, guten Tag. Hallo, wer bist denn du? Du hast aber schöne Zöpfe. Step back. So, hallo, du bist Gustav. Du machst hier deinen Job. Das ist tatsächlich, du bist ja glücklich der beste Mann. Aber sieht, da ist noch ein bisschen was vor dir, glücklich. Heute ist Überstunden angesagt. So, gut. Gehen wir mal hier hoch. Boah, Alter, was ist denn gut? Mann, Alter. Er kann es nicht lesen. Er kann es nicht lesen. So, kommen wir hier raus? Nee. Damn, this rusty piece of shit needs a key. Alles klar. Wir brauchen hier einen Schlüssel. Oh, spinnt. Spinnt ohne Rückwand. Können wir uns hier einschließen? Okay, alles klar. Na schön. Wir müssen uns also verstecken. Ich freue mich schon jetzt. So, was ein Hund ist. Oh, krass, Alter. Treppen runterlaufen ist immer nur nach unten gucken. Warte mal, hier ist da noch so ein Typ rumgelaufen. Du da. Hey, du. 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 Hey. Dude. Kumpel. Rede mit mir. So. Alle hier schön mit Kippe unterwegs. Oh, Schäferhund. Okay, was soll ich euch... Ja, streicheln? Was... Was ist denn jetzt, Alter? Na, alle gut bei euch? Ho, okay. Yes. Oh, was war denn? Was jetzt? Ja. Schön. I'm gonna be sick, shit. Ah, the bloody kitchen knife should be touched. Ja, die solltest du nicht anfassen, Alter. Und. Oh, ey. Schön. Total schau. Alter, was ist das hier für ein Brandsteig? Kann ich hier. Was ist denn das immer für eine Scheiße, Alter? Warum krieg ich jedes Mal diese Spiele mit den Mannequins? Warum denn, Alter? Mann! Ich möchte das nicht. Na. Ah. Boah, die sehen immer so eklig aus, ey. Musik ist auch überhaupt nicht stressig. Ha. Ah. Wer bist du, Alter? Oh. Was ist das? Ein Schlüssel, die hat einen Schlüssel.
Da bin ich einfach dagegen, Alter. Da bin ich einfach dagegen. Mag ich nicht. Lass mich durch. Möchte durch. Wer schreit hier so rum? Oh nö. Ist auf der anderen Seite war auch noch so ein Brett. Wie, wo, ich muss weg. Ja. Tschö. Du musst weg. Ist er hinter mir? Ah, er ist hinter mir. Er ist direkt hinter mir. Ich geh mal auf der anderen Seite runter. Ja. Mann, Alter, ich immer hier die beknackten Idioten hier am Start. Hab's geschafft. Ja, ich bin überfahren worden. Oh, Feier. Oh, nee. Press in Key. Na denn, wo wir... Rezeptionist Mr. Anderson, we thought we weren't gonna show up. Glad to see you. Please wait a while and the doctor should be ready to see you. The room is just down at the end of the hall. Thank you. Was? War das jetzt ein Traum oder was? Wer bist du? Wo bin ich? Wer bin ich? Was? Need to wait. Okay, gut. Gut, setz irgendwie so lange hin. Das ist ja kein Problem. Man kann mich nicht hinsetzen. Oh, Magazines. Nimm mir doch ein Magazine. Ich würde mir ein Magazine nehmen. Doch, mit. Oh, Moment. War ich das? Wurde ich aufgerufen? Nee. Schade eigentlich. Hope you had some time to read some magazines. The doctor should be ready to see you now. Down the end of the hall, thank you. Alles klar? End of the hall. Gehen wir jetzt kurz gucken. Ah, kann ich da hinlaufen? Was ist denn für ein Rezeptionist? Wie sieht der aus, Alter? Arbeitest du bei New Yorker oder was? Und er genauso. Was ist denn für ein Arzt? Good evening, Mr. Anderson. I'm sorry to get you a lot of respawn to fill at this moment. But I'm glad you couldn't make it. How have you been holding up? Any new events or feeling? Okay, alles klar. You be honest. To be honest. I've been expecting my blackouts for frequently lately. Can't remember if it's visit my friend early today or not. It's like I'm losing my grip on reality. Ah, I see you're sorry to hear this. Have you been talking the pills provide, taking, and follow your schedules? Hallucinations brag? I won't lie. I thought it was a dream and hit by a train in the subway and chased by disfigured murders here too. It was horrible. I want to report the innocence of the yeah. I'm sorry to hear this, Mr. Anderson, but I can't assure you this right now is no dream. Just say the blackouts and hallucination are most troublesome to me. What? I want you to stay at home and start treatment, and we will get back on your schedule. Unless there is more, please visit the receptionist for a new prescription. Thank you, I wish you all the best, Mr. Anderson. Thank you, I hope you feel better soon. Until our next appointment. Goodbye. Ja, das ist aber... Danke, dass ich hier war. Das hat mir jetzt ja voll was gebracht hier, die Stunde bei dir, mein Freund. Dankeschön. Ganz toller Typ. So, dann geht mal zurück. War das hier? Hier war das. Locked? Was? Warum ist das locked? Hallo, ich kann leider nicht zurückgehen. Wo ist denn der Doktor hin? Verstehen den alle? Hallo? Hallo?
Hallo? Hallo? Ja. Was? Okay, ist ein Auge. Okay. Hatte kurz Fragen. Oh, warte mal, hier. Schlüsselkarte und ein Schlüssel. Wunderbar. Ich habe Fragen. So, was ist jetzt hier mit den Rezeptionisten? Komme ich jetzt hier raus? Locked. What is going on here? Was? Warum zoomt denn der hier so auf? Soll ich hier Auge fragen? Hallo? Was ist das? Okay. Ah, okay. Oh. Supper Killer called. Oh. Okay, wir waren jetzt der Supper Killer? Scheint so. Scheint so. Sleeper Supper and friends explained to walk up in a station name. Yes, this cafe's murder. Ja, wir sind, okay, cool, wir sind der Subway-Killer, wunderbar, schön, weil wir haben einen Schlüssel gefunden und oben war die Gittertür, die verschlossen war. Wenn wir jetzt oben rausgekommen wären, was wäre denn passiert? Wir sind jetzt überfahren worden, von der U-Bahn, also. So, die Töne lassen wir jetzt hier ein bisschen rumheulen. Schon schön laut, schön laut. So, du gibst uns Schlüssel. Danke. Viele Mannequins, unheimlich, unheimlich, unheimlich. Ich muss weg. So, jetzt klingelt der Telefon. Jetzt kommt hier wahrscheinlich hier vorne der andere Typ. Und wir laufen jetzt mal woanders lang. Und zwar hier um die Ecke und verstecken uns hier oben mal im Spind. Ja. Okay, alles klar, er ist nicht der cleverste. Schweinemann ist nicht der cleverste. So, und jetzt. Ah, okay, Gitter ist offen. Alter! Oh, Schweinemann kommt! Schweinemann kommt! Ah, wir müssen rennen! Müssen wir hinten in die U-Bahn? Alter, ist das laut! Oh! Jawoll! Okay. Wir sind in der U-Bahn. Pressing the key. Sieht anders aus. Hallo, wo sind wir denn hier? Had to get off my bed now. What a nightmarish dream. Thanks God, it was a dream. I shouldn't check my answering machine for messages. I can't remember if I visiting irgendetwas. Ja, schön hast du hier. Geil. Läuft bei dir, Kumpel, Alter. You have one old message. Thursday, 2:09 PM. Naja, Hosentaschenanruf. Schön. Oh, diese Wandmotive, Alter. Diese Wandtattoos. Jammed. Das ist so öfters mal. Auch bei den Türen bei mir zu Hause. Die sind auch jammed. Oh, let's eat. There's a videotape on the top of the TV. I shouldn't watch this. Was? Wo denn?
Ich sehe keins. Ach, da ist ja noch ein Fernseher. Na, aber hier. Oh, guck mal, alle verpflichtet. Oh, Alter, was sind denn das? Also, wanddesignstechnisch ist er unterste Schublade, muss ich mal sagen. Also, ja, hast hier so eine geile Aussicht tatsächlich. Bist du echt, wohnst du auf einer Brücke oder was? Schön. Also, ich glaube, geiler, aber naja, egal. Aber denn so eine Wandtattoos, Alter. Also, okay, okay. So. Power. Ach, naja, okay, alles klar. Jetzt. Power an. Rim mit der Kassette. Lass mich starten, Play drücken. Und Fernseher anmachen. Wo ist Fernbedienung? Das ist jetzt wirklich RBB. Oh, schön. Die schönsten Strecken Brandenburgs. Das ist mein Lieblingsvideo, davon habe ich schon drei Teile gesehen. Best of U-Bahn-Station. Teil 4. Warum sollte ich mir dieses Video jetzt ansehen? Okay. Also das Video ist auf jeden Fall Special Interest. Oha. Let's get into the tunnel. Ach, vorne. Schön mit der GoPro vorne drauf, weißt du? An der U-Bahn. Maximale Verwirrung. Maximale Verwirrung. Zurückspulen ist wichtig. Wisst ansonsten, ihr wisst, kostet sonst eine Mark. Ne? Oder ein Euro. Schön. Super. Na dann, was mache ich heute? Ihr geht's mal raus, oder was? Kann man die Scheiße hier mal ausmachen irgendwie? Was läuft der Kacke die ganze Zeit? Dankeschön. So, ja, großartig. Fernseher machen wir auch aus. Was jetzt, Mike? Setz ich mir auf der Couch, lese ein bisschen, oder was? Für eine Beknackte ist halt jetzt ständig so, er wacht halt so auf so und hat sofort eine Videokamera in der Hand. So. Das kennen wir alle. Kennen wir alle. So, ach, guck mal, wo ist hier? Können wir hier raus? Nee. Können wir natürlich nicht auf die Dachterrasse. Ja. Schön soweit. Schön soweit. Und nun? So, kann ich jetzt das Video vielleicht auch noch hier ejecten? Soll ich das Meisterwerk verschicken? Ich weiß nicht. Sag mir was, Spiel. Was willst du von mir? Was sollen wir jetzt tun? Ach, guck mal. Klo ist vorher war die Gent und jetzt ist offen. Aber schön hat das hier. Ist das ein Leichensack? Oh, scheiße. Mach zu, Alter. Die Cops. Okay, alles klar. Suffer Killer Court. On June dem 7. 1996, a young man suffering from delirious thoughts was found to be the murderer involved in multiple subway murders in our small city. That happened during the night of June 6th. The subject was found at his apartment the day after the incident. But the pleas of the office officials has he was not at the scene of the crime and was with a psychiatrist from a doctor's visit.
The subject had a murder weapon in his bathroom, a bloody kitchen knife, and the body of one of his victims zipped up in a body bag. For further evidence, police found VHS tapes recording the subject's deeds. Schön, zwei Enden, ein großartiges Spiel. Ich freue mich, wir waren trotzdem der Mörder. Super. Okay. Alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns demnächst mal in der U2 wieder. Ja, lasst einfach, schreibt einfach in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und wann ihr das nächste Mal U-Bahn fahrt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Projekt wieder. Bis dann. Fahrt vorsichtig. Bis denn.